Hallo, mein Name ist Philipp Andrianakis. Ich bin Lehrer an der Mittelschule Algersdorf und dort Klassenvorstand einer Notebook-Klasse. Ich versuche schon sehr, sehr lange, meinen Unterricht zeitgemäß, also den Kindern entsprechend und ihrem Alltag entsprechend, zu gestalten. Aber was heißt zeitgemäß? Naja, Videospiele. Das ist der Alltag der Kinder. Die Flucht in unendliche Welten, fantastische Realitäten, voller Abenteuer, Rätsel, Spaß und Spannung. Wir Lehrer müssen damit konkurrieren. Ich habe mich also gefragt, was kann ich tun, um den Unterricht zeitgemäß für die Kinder zu gestalten. Somit kam Gamification für mich in Frage, also den Unterricht zum Spiel machen. Dafür gibt es eine App, die sich Classcraft nennt. Classcraft macht die Klasse, den Unterricht zum Rollenspiel. Dafür werden von der Lehrperson Regeln aufgesetzt. Aber nochmal genauer. Die Lehrperson ist der Game Master, die die Regeln aufstellt und das Spiel leitet. Die Klasse wird in Teams aufgeteilt. Jedes Team hat ein eigenes Wappen und eine unterschiedliche Anzahl an Schüler und Schülerinnen. Die Schüler und Schülerinnen hingegen wählen dann eine von drei Charakterklassen: Krieger, Magier oder Heiler. Jeder dieser Charakterklassen hat unterschiedliche Fähigkeiten. Fähigkeiten, die von der Lehrperson, also vom Game Master, bestimmt werden. Wir haben uns in der Klasse für Fähigkeiten entschieden, wie während dem Unterricht jausen oder Musik hören oder ein Teammitglied heilen. Wie das Ganze jetzt in der Praxis ausschaut, schauen wir uns an. Streiten sich beispielsweise zwei Schüler, werden ihnen Lebenspunkte abgezogen. Laut Regelkatalog. Vertragen sie sich, bekommen sie Erfahrungspunkte und Gold. Die Erfahrungspunkte helfen ihnen aufzusteigen eine Stufe und das Gold benutzen sie, um ihren Charakter zu gestalten und neue Ausrüstungsgegenstände zu kaufen. Gleichzeitig erlernen sie mit einer neuen Stufe auch neue Fähigkeiten, die sie während dem Unterricht einsetzen können. Dazu gibt es von Classcraft Tools, die man einsetzen kann, wie der Bosskampf. Das ist ein interaktiver Test, wo Testfragen von der Lehrperson ausgewählt werden und die Kinder müssen dann ein Monster mit diesen Testfragen besiegen. Da bekommen sie wiederum Erfahrungspunkte oder wenn sie falsch liegen, wird ihnen Leben abgezogen. Wie ein Bosskampf in einem Videospiel. Dazu gibt es in Classcraft die Möglichkeit, Arbeitsaufträge, wie bei uns das offene Lernen, in Quests einzuteilen. So leveln sich Schüler und Schülerinnen langsam durch die Arbeitsaufträge und bekommen für jeden Arbeitsauftrag wiederum Erfahrungspunkte und Gold und können weiter aufsteigen und ihren Charakter individualisieren. So kommt es, dass jeder Tag, jede Unterrichtsstunde immer aufs Neue etwas für die Schüler und Schülerinnen bereithält und sie motiviert arbeiten lässt. Classcraft bietet weiterhin die Möglichkeit, kleine Haustiere zu bekommen und die mit zu trainieren. Somit gibt es eine weitere Aufgabe, die die Kinder sehr, sehr motiviert annehmen und sehr viel Spaß dabei haben. Denn was gibt es Besseres als kleine süße Haustiere? Classcraft funktioniert natürlich nicht nur am Notebook, sondern auch am Handy und am iPad. Somit wird dieses Spiel mobil und wir können bei Ausflügen oder Unternehmungen das Spiel fortsetzen. Wir können sagen, Classcraft hat unseren Unterricht erweitert, unsere Schülerinnen motiviert und jeder Tag ist für uns ein Abenteuer. Classcraft ist übrigens kostenlos verfügbar. Danke für die Aufmerksamkeit.